Die Milwaukee Bucks schienen ja mal überhaupt gar keine Lust auf Suns in Four zu haben. Sie dominierten das dritte Spiel der NBA Finals vor heimischer Kulisse. Am Ende stand es 120 zu 100. Die erhoffte Reaktion auf die beiden Niederlagen in den ersten beiden Spielen kam und wie. Giannis war mit 41 Punkten der beste Spieler auf dem Parkett und auch seine beiden Co-Stars lieferten endlich ab. Holiday kam auf 21 Punkte und 9 Assists bei 5 von 10 Dreiern. Milton legte eine 18, 7 und 6 Deadline in einem sehr guten All-Around-Game auf. Das Spiel war nach drei Vierteln mehr oder weniger durch. In diesem scorten die Bucks 98 Punkte, von denen Giannis, Holiday oder Middleton an 96 direkt beteiligt waren. Und genau darum soll es in den nächsten Minuten auch gehen. Wie hat die Big Three der Bucks ihnen dieses Spiel gewonnen? Was war anders als in den ersten beiden Spielen und was könnte das für den Rest dieser Serie bedeuten? Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Fans mit meinen Videos zu erreichen. Reicht euch diese Analyse zu Spiel 3 nicht, könnt ihr gerne heute Abend bei der dritten Folge der 5 Show einschalten, da werde ich mit Dre Vogt und Jonathan Walker noch andere Dinge zu diesem Spiel anschauen, wie beispielsweise die Zone Defense der Suns und ihr verletzungsbedingtes Problem auf der Center Position. Wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich von euch einschalten würden, 20 Uhr geht es los, bis dahin. So, fangen wir an, ich möchte mal mit Chris Middleton starten, von dem so viel abhängt. Dieser spielte bisher eine sehr durchwachsene Serie, machte ein sehr gutes Spiel in Spiel 1, ein weniger gutes Spiel 2 und nun auch wieder ein sehr gutes Spiel 3. Das Middleton-Problem ist bisher, dass er mal gute Abende haben kann, dann wieder schlechte, dass er mal extrem heiß läuft und dann wieder eiskalt. Diese Inkonstanz ist nichts Neues und dazu kommt, dass er es auch deshalb nicht so wirklich schafft, Defenses zu ernsthaften Adjustments zu zwingen. Denn genau darum geht es doch auch in den Playoffs, so gut zu sein, dass der Gegner einsieht, dass das, was er eigentlich machen möchte, nicht mehr funktioniert und ihn so zum Handeln zu zwingen. Läuft Middleton heiß, sieht es so mühelos und einfach aus und die Suns realisierten schnell, dass Drop Defense nicht viel bringen wird, ansonsten läuft man Gefahr, dass der 29-Jährige vor heimischer Kulisse sein Revenge Game haben wird. Also änderte man den Plan und ihr seht hier Ayton hatchen und auf Höhe des Ballscreens verteidigen, woraus dann ein Trap wird. Middleton legt auf Portis ab, der vollkommen frei ist, da die Suns Defender weder von den Shootern draußen noch von Giannis im Dunkerspot weghelfen wollten. Diese höhere Defense der Suns veränderte alles für Milwaukees Offense, Middleton spielte einen richtigen Pass nach dem anderen, die Kollegen konnten Kapital daraus schlagen. Advantage Creation am Perimeter ist der Schlüssel für so viel, was die Bucks machen wollen und endlich kam sie mal von jemandem anderes als Giannis. Schaut euch das an, wunderschöner Team-Basketball, Holiday spielt zu Antetokounmpo, Downscreen von Tucker für Middleton, Dribble Handoff und er wird gedoppelt. Giannis hat die Roll Gravity, die beiden besten Spieler kreieren den Vorteil, dieser wird dann von Tucker und Holiday erweitert und schließlich vollendet. 18 Punkte sehen nicht so krass aus, das Middleton-Spiel zeigt aber, dass eigenes individuelles Scoring manchmal überbewertet wird, wenn man dafür in anderen Bereichen dominiert. Er hat genau so gespielt, wie er gegen diese Suns-Defense spielen musste und ich bin gespannt, wie es nun weitergeht mit diesem Duell. Denn klar ist, so kann man ihn eigentlich nicht noch einmal verteidigen, 1 gegen 1 oder Drop Defense zu spielen ist allerdings auch riskant. Läuft Middleton in Spiel 4 heiß, könnten die Suns echte Probleme bekommen, da die Möglichkeiten die Bucks zu verteidigen dann dünn werden könnten, wodurch diese Serie wieder vollkommen offen werden würde. Auch Jrue Holiday musste Wiedergutmachung für die ersten beiden Spiele leisten und das tat er. Ich hatte das nach Spiel 2 schon gesagt, Holiday einfach nur ISOs oder Post-Ups nehmen zu lassen, selbst Pick-and-Roll mit jemandem, der nicht Giannis heißt, ist kein Weg, mit dem man in den NBA Finals tolle Resultate erwarten kann. Spiel 3 hat mir da deutlich besser gefallen, hier, die Suns haben Crowder an Giannis dran, also geht man sofort ins Empty Side Pick-and-Roll, der Grieche rollt ab, Rim Protection, Help Defense fehlt und das ist dann ein einfacher Dunk. Das Two-Man-Game mit Giannis funktionierte hervorragend und auch das sagen wir schon die ganzen Playoffs über, Holiday ist am besten, wenn er direkt zusammen mit dem zweimaligen MVP spielt. Und wenn dann der Rhythmus da ist, die Aggressivität und das Selbstvertrauen, dann läuft es auch mit anderen Mitspielern und in anderen Situationen. Eine andere Rolle, in der die Bucks gezielt versucht haben, Holiday vom Mert einzusetzen in Spiel 3, ist als Advantage Extender und Capitalizer. Ich habe nie verstanden, warum Budenholzer das nicht öfter nutzt, er hat ja drei Spieler, mit denen er ständig zu dritt Stuff laufen lassen kann, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, alle drei in Angriffe zu integrieren. Nehmt mal diesen Angriff, Giannis und Middleton sind am Ball beim Dribble Handoff, beide ziehen die Aufmerksamkeit der Defense auf sich. Holiday steht einen Pass weg, attackiert das Closet und legt den Ball dann genau im richtigen Moment auf Lopez ab. Genau diesen Holiday brauchen die Bucks, einen, der nicht vorrangig selber Plays einleitet, sondern erst später im Angriff an den Ball kommt, wenn die Defense schon in der Bewegung ist. Budenholzer hat in Spiel 3 seinen Job getan, Holiday zu helfen, dieser hat dann das Beste daraus gemacht und wenn er diese Leistung noch einmal zeigt, dann stehen die Chancen, denke ich, ganz gut, dass die Serie mit 2:2 zurück nach Phoenix geht. Kommen wir zum Mann der Stunde, Giannis Antetokounmpo, der zum zweiten Mal hintereinander in dieser Serie mehr als 40 Punkte macht.
Er verwandelte jeden seiner 13 Versuche direkt am Korb im Spiel 3, 23 von 25 in den letzten beiden Spielen, das sind absurde 92%. Das Level, auf welchem der 26-Jährige momentan spielt, ist lächerlich, das ist Shaq-ähnliche Dominanz und das kurze Zeit nach seiner Verletzung. Jetzt mal ehrlich, vor einer Woche haben wir uns noch Sorgen gemacht, ob wir den Griechen in dieser Saison noch einmal sehen werden und jetzt spielt er so gut. Ich bin schon immer eher Giannis kritisch gewesen, nicht nur in den letzten Jahren, aber auch schon das ein oder andere Mal in diesen Playoffs. Seine Limitationen und Probleme sind bekannt und die haben sich jetzt natürlich auch nicht in Luft aufgelöst. Aber er findet Lösungen, er stellt sein Spiel um und vor allem verlagert er es auch immer näher an den Korb ran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Giannis dieses Jahr in meiner Top-10-Liste höher ranken werde als in der Vergangenheit, wie hoch weiß ich aber noch nicht, aber sehr hoch. Er dominierte in jeder Facette, ich hab's schon angesprochen, natürlich wie immer als Rollman, aber da war noch mehr. Er dominierte aus dem Post raus, lässt Crowder schon die ganze Serie über keine Chance in solchen Situationen. Hier, das Spacing ist alles andere als gut, aber es spielt keine Rolle. Dabei half natürlich, dass die Suns mittlerweile echt dünn auf der Center-Position aufgestellt sind, nach Ayton kommt da nämlich wirklich nicht mehr viel. Dadurch entstanden immer wieder einfache Gelegenheiten in Korbnähe zu punkten, oft auch nach offensiven Rebounds. Milwaukee bestrafte diese Mismatches gezielt und das spricht auch für die Entwicklung des Teams, ich weiß nicht, ob man das in der ersten oder zweiten Runde auch so hinbekommen hätte. Immer wieder zielte Giannis seinen körperlich unterlegenen Gegenspieler in Korbnähe, das führte zu guten Looks oder Fouls. Hier, Crowder und Bridges switchen das Pick'n'Roll, Bridges wechselt zu Giannis, der sofort um eine tiefe Position in Korbnähe kämpft. Das tolle Spacing, um genau zu sein, dass Ayton durch Lopez vom Korb weggezogen wird, hilft dabei natürlich auch riesig. Übrigens verwandelte Giannis für seine Verhältnisse wirklich hervorragende 13 von 17 Freiwürfe, das sind 76,5%. Insgesamt steht er in den Finals jetzt bei 66%. Und baut man dann noch das gelegentliche Pick'n'Roll mit Giannis als Ballhändler rein, nicht zu oft, aber einfach um auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dann wird es ganz schwer, die Bucks Offense auszubremsen. Man könnte hier quasi fast schon von einem Invert Pick'n'Roll reden, bei dem die Rollen vertauscht sind, also der Big den Ball hat und der kleinere Spieler screens, etwas sieht man nicht oft, die Bucks haben aber den Luxus, einen Big Man mit solchen Qualitäten zu haben. Also, ich möchte nicht überreagieren, vielleicht war dieses Spiel ein Indikator für das, was wir von den Bucks für den Rest der Serie sehen, vielleicht aber auch nicht. Was wir aber gesehen haben ist, wozu dieses Team in der Lage ist. Giannis traue ich zu, auf diesem Level weiterzuspielen, nun hängt es von Middleton, Holiday und Budenholzer ab, diese Leistung auch im nächsten Spiel wieder abzurufen. Spiel 3 war ein Must-Win und ich denke auch ein Spiel, das man so vorhersehen konnte, die meisten haben, denke ich, auf einen Bucks-Sieg getippt. Klar ist, dass eine Reaktion der Suns folgen wird und wir dürfen, denke ich, gespannt sein, wie die Bucks dann damit klarkommen werden. Danke fürs Anschauen, hoffentlich bis heute Abend 20 Uhr, bis zum nächsten Mal und macht's gut.